Wer sich so noch einen Hohnrossschwanz macht, macht's definitiv falsch. Beziehungsweise war ich bei einem Haarexperten, der hatte was Besseres. Und zwar diese Frisur: Ihr macht euch oben einen Zopf, dann macht ihr ein Loch in der Mitte, zieht die Haare durch. Und Leute, schaut euch dieses Ergebnis an. Ihr zieht das einfach fest und das sieht Bombe aus. Auch von hinten mit so einer Spange. Speichert es gern und für mehr schaut in mein Haarbuch.